Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte aus Versehen den Plastiksprengstoff platziert. Das war aber nur mein Schuh. Weil irgendwie bin ich eben auf irgendeine Taste gekommen zwischen dem zwischen der Aufnahme. Aber macht ja nichts. So, wir müssen uns hier vorsichtig fortbewegen, ja, bevor hier wieder Falltüren kommen. Ist auf jeden Fall böse. Vor allen Dingen sollte ich, wenn dann auch, wenn ich hier am Rand schon bin, sollte ich trotzdem lieber durchrennen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein bisschen klüger. So. Oh mein Gott, eine Karte. Haben wir hier eigentlich irgendwie eine Karte oder so? Das wäre mal sehr schön. Weil, ne? Ich würde auch ein bisschen den Überblick gerne behalten. Das war bei Medic 2 immer so ein bisschen ätzend mitunter. Da ist schon auch noch Bonus-Stuff drin. Ja, Grenade. No Smoking! Oh mein Gott, Snake darf ich nicht. Moment, wenn hier schon No Smoking steht, ne? Dann bin ich ja dazu verleitet, mal zu rauchen hier. Sigs. Zigaretten, soll das eigentlich mal Achtung rauchen, fertig ihre Gesundheit. Schön, wie das da immer wieder, steht. Guck mal, da hat eine Zigarette im Mund. Seht ihr das? Dann kommt so ein Pixel mehr einfach. Muss ich irgendwas drücken? Ah ja. Moment, was? Hä? Sag mir gerade, Moment, reanimiert das gerade Leben? Nee, oder? Live wird da rot, aber da passiert irgendwie nichts bei. Oh doch, das zieht sogar langsam. Okay, es schadet wirklich meiner Gesundheit. War das bei den anderen auch schon so? Bei Metal Gear 1 und 2? Ich habe zwar die geraucht, aber irgendwie, weiß ich nicht. War es wahrscheinlich auch so. Ich hab's noch nicht mitgekriegt. Naja, egal. Ich habe das Spiel ja trotzdem durchbekommen, ne? So, ich sollte eigentlich... Na gut, hier sind ja keine Gegner. Hier sind keine Gegner. Ja, ansonsten hätte ich halt, sonst hätte ich gesagt, sollte ich vielleicht mal meine Ration wieder ausrüsten. Okay, irgendwie ist hier nichts. Warte mal, geht das da links weiter? Es sah nur so aus. So, ich versuche mal weiterzugehen, aber okay, wenn ich am Rand laufe, bin ich sicher. Scheinbar. Vielleicht auch nicht. Bäb. Hier war eh nur Kacke drin. Okay, jetzt nichts. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt wieder nach oben? Ist halt die Frage, wo die Olle hingefahren ist, ne? In welches Dockwerk? So, dann gehe ich mal. Ich gehe mal wieder ins Erste, ne? Gucken wir uns den mal angucken. Können wir uns wieder ein bisschen durchschleichen? Schadet ja vielleicht auch nicht. Ach ja, so mit meinem Schlückchen. Trinken. Bevor ich mir den, oh mein Gott, den schwierigen Sachen widme, ja. Nämlich dem Schleichen. Ich wollte gerade sagen, mit der Level 1 Karte kann ich jetzt sicherlich ein paar Türen finden. Okay. Ach Gott, ey, wo waren denn die ganzen Türen noch, ey? Leck mich am Arsch. Drehst du dich um? Gehst nach oben, okay. Seid jetzt richtig in Erinnerung. War hier denn noch eine Tür irgendwo? Ich hätte gern echt eine Karte. Das hätte jeder gerne hier. Ah, gibt's hier scheinbar nicht. Okay, da ist die Kamera. Geh nochmal. Boah, ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht, der da unten. Ich hoffe auch die Kamera nicht. Gott! Ich glaube, knapper geht's nicht. Oh! Okay. Aha. Hier komme ich schon mal rein. Und es sind auch keine Gegner. Sehr angenehm. Das ist auch nur Bonus-Stuff. Ist die Kamera stehen geblieben? Hat die mich noch gesehen? Fände ich ganz schön fremd. Ich hasse dich, Kamera. Ich hasse dich. Die Kamera fuckt mich ab, ey, ohne Witz. Also nicht die Kamera, die da mich jetzt ausspeit, sondern die Kamera des Spiels. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Es ist eine Mischung aus Abfuck und sich dran gewöhnen müssen. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das alles schon hin. So, da oben ist auch noch eine Tür. Und da ist sogar ein Gegner hinter. Das heißt... Ach nee. Eventuell ich. Ist gut. Da müssen wir lang. Okay. Wow. Bäb, bäb. Brauchen wir Stufe 2. Scheiße.
Aber so viele Wege habe ich hier nicht mehr, die ich gehen kann. Ach ja, das typische Dumm und Dämlich suchen bei Metal Gear. Sehr schön. Ich kann ja hier nochmal. Kann ich hier nochmal rein? Ja, kann ich sogar. Fragt sich, ob ich jetzt einfach instant sterbe, weil da irgendwie Rattengift drin ist. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier am Anfang war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Anfangsgebiet wieder völlig unwichtig ist. Aber ich überprüf's mal, ne? Wird schon nicht schaden. Aha. Interessant. Ach ja. Habe ich ja letztes Mal rausgeguckt. Schön, dass hier welche Gebiete sind, die ich nicht hin kann. Lüftungsschächte. Lüftungsschächte. Wer auch immer das erfunden hat. Na, guck mal, ich kann nur nach unten gucken. Hat er das mal gar nicht gemacht, oder? Hm. Bringt auch recht wenig. Guck mal, ich kann sogar mit dem Stick nur so halb nach unten gucken. Ein bisschen weniger und mehr. Kann ich mit dem Steuerkreuz natürlich nicht. Cool! Ist jetzt natürlich die Frage, wo ich hin muss. Ich weiß es wirklich nicht. Wo endet der Spaß denn hier überhaupt? Wow! Alter, wie ich auch nochmal aus Versehen nach links gelenkt habe. Wow. Um die Kurve. Und da kommt die befreiende Cutscene. Wo war ich am Anfang? Ach, draußen im Schnee, natürlich. Ja, guck mal, das ist wieder der Ausgang der Festung. Da gehe ich schon sehr stark davon aus, dass das hier, dass wir hier nie wieder hin müssen. So ähnlich wie bei Metal Gear 1 und 2, da muss man eigentlich auch nie an den Anfang zurück. Ich meine, hier ist zwar ein bisschen Munition, die ich brauche. Ich frage mich ja gerade, was wäre eigentlich passiert, wenn ich keine Waffe gehabt hätte? Da ist gerade einer lang gelaufen. Leck mich am Arsch. weil ich hatte ja in der Cutscene die Waffe, meine Waffe gezogen, die ich auch aus dem Container da habe, aus dem Wagen. Und wenn ich das nie gesammelt hätte, was wäre dann passiert? Hätte ja gar nichts gehabt. Hätte mich wahrscheinlich mit der Faust zur Wehr gesetzt. Oder hätte ich dann die Waffe geklaut von der oder so. Hätte selber schießen müssen. So eine Kacke. So, das hier ist. Ja, ne? Das hier ist. Ja, okay. Nee, oder? Nee, Moment mal. Ist das hier der Gang? Nee, nicht unbedingt. Ich dachte, das wäre der Raum, wo wir gerade waren. Aber nee. Also jetzt nicht der Schneeraum, sondern, ne? Ihr wisst schon. Oh, das Lüftungsschachtklettern dauert ein bisschen. Währenddessen können wir wunderschöne 32-Bit-Grafiken angucken. War doch 32-Bit, oder? Obwohl, nee, 64-Bit. Ich bin ein Idiot. Also, warte mal. Nintendo 64 hat 64-Bit. Hat das hier auch 64-Bit? Ich kenne mich nicht aus. Was sieht eigentlich besser aus? PlayStation oder Nintendo? Also, ich finde, so bei PlayStation-Spielen wabern die Texturen immer viel mehr hin und her, ne? Sieh mal, das sind nicht so feste Texturen, sondern die wabern immer so hin und her. Allgemein ein bisschen pixeliger, glaube ich. Aber dafür sind die Polygone alle viel runder, glaube ich, bei PlayStation mitunter. Na, was heißt rund, aber detaillierter. Ich weiß es aber nicht genau. Ich bin da nicht der Fachmann für. Da wäre jetzt echt schon am Ende. Da ging ganz schön schnell, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Habe ich eigentlich noch zwei Rationen? Ja. What? No use. What? Karton. Wo habe ich denn einen Karton gefunden? Okay, es ist schön, dass ich einen Karton habe, an den ich mich nicht erinnern kann, ihn jemals gefunden zu haben. Ja gut, dann machen wir das. Komm, wir setzen uns jetzt mal unter den Karton. Das will ich jetzt ausprobieren. Ohne Scheiße, ich spiele seit 10 Minuten, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Es gibt einfach nichts mehr. Zack. Boah, jetzt kommt Metal Gear Feeling auf. Leckt mich am Arsch.
Da müsste ich auch immer bei sicher sein bei den Gegnern. Es sei denn, sie sehen mich halt, wie ich laufe. Dann natürlich nicht. Ansonsten dürfte ich mich... Komm, jetzt gehen wir mal hier rein. Ansonsten dürfte ich eigentlich dabei immer sicher sein. Das heißt, dann können Gegner an mir vorbeilaufen. In mich reinlaufen dürfen sie, glaube ich, auch nicht. Hier ist echt nur Munition, ne? Das ist mir nicht wert. Ich kann ja eh nicht aufsammeln. In mich reinlaufen dürfen sie nicht, aber an mir vorbeilaufen. Mich angucken. Das dürfen sie alles, glaube ich. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Aber mal... War da gerade ein Lüftungsschacht? Ist da unten ein Lüftungsschacht? Sieht so aus. Das gucke ich mir mal genauer an. Ist aber nicht auf der Karte verzeichnet. Guck mal, die haben sogar alle unterschiedliche Sounds, die Böden. Gibt es bestimmt wieder laute Sounds und leise Sounds. Wie bei Metal Gear. Ist auch ein krasser Gegensatz eigentlich zu den anderen Metal Gear Spielen. Die anderen spielen immer in Afrika, bei Wüste und sowas. Beziehungsweise Savanne. Oh mein Gott. Und hier? Ist es einfach, oder können die mich komisch angucken? So nach dem Motto, Karton? Ich weiß nicht. Das ist tatsächlich ein... Warte mal. Das muss ich gerade mal genau überprüfen hier. ja, von da geht das natürlich nicht. Sieht aber schon sehr lüftungsschachtig aus. Das ist nicht ohne Grund, würde Snake jetzt sagen. Aber ich weiß es nicht. Genau. Wo ist eigentlich dein Kumpel hin? Oh mein Gott, wie ich einfach durchrenne, völlig wagemutig. Ach, hier ist auch noch eine Tür. Ach, hier kann ich sogar... Oh, herrlich. Dedikat. Herrlich. Okay, dann mache ich mal hier Pappkarton, ne? Wenn erstmal mache ich, erstmal lehne ich mich ran und guck mal, wer da ist. Ach, der schläft. Das ist ja süß. Ich hoffe, er checkt mich nicht. Fick dich. Ah, warum? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Schön. Ich hätte gern eine Waffe. Das wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Und vor allen Dingen Rationen ausgerüstet. Ja, jetzt sterbe ich wieder. Och Mann, das ist doch doof. Das Spiel ist doof. Nein, es ist nicht, aber... Aber ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ich würde gerne an den Rand gucken. Fick dich. Oh mein Gott. Warum hat er mich gerade... Hä? Steh doch auf! Bist du bekloppt? Snake! Steh auf! Was war das denn schon wieder? Ja, okay. Snake macht einfach gar nichts mehr. Gut zu wissen. Ach, das ist doch doof. Ich verstehe nicht, ich verstehe es wirklich nicht, warum mich die Gegner dabei manchmal checken und manchmal nicht. Manchmal kann ich mich einfach von Meter weit hin anschleichen, die erwürgen und das ist dann einfach egal. Und manchmal, da kann ich aber direkt hinter denen stehen und check ich nicht. Macht mich sauer. Es macht mich sauer. Ist natürlich blöd, dass es hier alles keinen Sinn hat. Ist auch nichts in der Mitte, ne? Hä? So, das war der Fahrstuhl einfach nur, ne? Auch der, den wir letztes Mal hatten, oder? Hol mal. Oh, oh, der sieht mich jetzt. Nein! Okay, das habe ich nur verdient. Das habe ich verdient. Den Tod habe ich verdient. Bäh, ich gebe es zu. Bäh. Ich glaube, wenn man hier das erste Mal noch öfter stirbt, ist es gar nicht so. Ich schäme mich nicht unbedingt. Okay, es ist auch leicht. Vielleicht doch ein bisschen. Aber egal. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wirklich nicht. Das ist peinlich. Ich habe so gefühlte zwei Wege zur Auswahl und ich weiß nicht, wo es lang geht. Das ist doch Dreck. Das ist wirklich Dreck. Allerunterste Schiene ist das hier. Absoluter Abschaum. Nee, ich werde nochmal den Fahrstuhl benutzen. Wahrscheinlich habe ich da irgendwo was übersehen, was total offensichtlich ist.
Ach ja, schön. Schön, ich warte dir ein schönes Spiel. Ist das nicht schön? Snake auch. Der sieht doch so witzig aus hier. Der hat keinen Bart. Das ist ungewohnt. So. Oh Gott. Fick dich, warum guckst du jetzt noch da? Du hast dich doch sonst immer weggedreht. Du blöde Sau. So, wohin gehst du? Du gehst weiter nach oben. Habe ich recht? Ja, yeah, oder nach rechts. Auch in Ordnung. Kann ich zur Not auch mitleben. Geh mal weg, genau. Geh mal weg. Finde ich gut. Na, schön, dass sie einfach den ankommenden Fahrstuhl nicht checken. Das ist schon... Das ist schon sehr peinlich. Ich will immer was drücken dabei. Mann. Aber gehen wir da. Ich habe Angst gekriegt. Ich meine, im Stockwerk war noch nichts zu finden. Aber wir können da hin. Das kann nicht ohne Sinn sein. Zur Not lasse ich mich jetzt auch mal von so einem Fahrstuhl, von so einer Klappe töten. Ich will nämlich witten, ob ich dem ausweichen kann oder wenn ich da einmal rauftrete, instant verloren bin. Ich meine, dass die Tür hier auf ist, das hat auch einen Sinn. Oh. Map. Stufe 4. Ich brauch mal irgendwas. Toll, wir haben einfach gerade Granaten voll. Ey, hier ist einfach nichts. So, jetzt, ich glaube, ich lasse mich jetzt mal um. Ich bring mich jetzt mal um. Ah ja, okay, ich kann wirklich dem entkommen. Sehr schön. Knipp. Kann ich vorbeilaufen? Jawohl. Okay. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Oh. Geistern hier nur ein Party rum. Ist ja kein Problem. Zweites Untergeschoss hat er doch gesagt. Oder RCS, keine Ahnung. Baker. Hier ist nix. Hast gelogen. Moment, bin ich. Achso, Stufe 6 war das, ne? Das war einfach eine Lüge. Zehn Blöcke. Moment, war ich hier unten rechts? Ich bin so ein Honk. Aber ist auch. Bringt auch nichts. Ach, guck mal. Das ist das, wo was wir einmal schon gesehen. Liegt da ein. Ist das ein Schalldämpfer? Moment, hä? Will den Stick benutzen? Das ist ein Grafikfehler. Oh. Mann. Kann doch nicht wahr sein jetzt. Die Leiche liegt hier gar nicht mehr rum. Der nackte Mann. Ist doch keine Leiche. Wäre lustig, wenn er jetzt irgendwo hier durch die Gänge laufen würde. Steht jetzt auf der Suche nach Kleidung. Die Leiche haben sie auch noch nicht weggeschafft, ne? Guck mal, der hat ein Klopapier mehr verbraucht als die Olle da rechts. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ist doch schon wieder. Wie kann denn das schon wieder sein? Mann, ich habe 3 Stockwerke zur Verfügung. Ich werde wohl. Oh. Ah, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier rein, ja? Fuck it. Was? Ja, geh doch rein. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Snake. Karte 6. Bist du wohl bescheuert, ey. Keine Ahnung.
gibt keine Tür mehr, die ich langlaufen kann. Ich kann natürlich mal draußen gucken, aber das will ich irgendwie nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Kein Bock zu. Ein paar Lust, ein paar Leute zu töten. Sneaky zu töten, wohlgemerkt. Das funktioniert nicht, weil ich ein Noob bin. Part ist eh vorbei. Ja gut, ich bin nicht reingelaufen. Ich kann es verstehen. Ah. Zugegeben. Zugegebener. Mahahahasen. Na, wo bist du? Hast du dich verpisst? Hat sich verpisst. Interessant. Okay. Das war interessant. Schön, wie einfach sofort wieder einer zurückkehrt. Finde ich ein bisschen nervig. Ich könnte gerne nochmal hier reingucken. Ah, ist auch nix. So ein blöder Typ, der hier. Wieso? Der hier nicht mehr pennt. Ich. Suppressor? Ach, guck mal einer an. Schalldämpfer. Habe jetzt die Waffe auch gar nicht mehr, sondern nur den. Auch nee, oder? Mal's ausprobieren. Okay, da ist der Suppressor drin. Dann hole ich mir den noch schnell raus. Haben wir ein bisschen was geschafft. Ich bin aber auch ein unvorsichtiges Stück Code manchmal, ne? Auf jeden Fall, ich versuche das jetzt einfach nochmal. Wisst ihr was? Das ist mir egal. Ja, okay, ich bin in ihn reingelaufen. Ich akzeptiere es. Ja, ist ja okay. Jetzt lauf's. Boah, Snake, ich hasse dich. Ich hasse es, dass er nicht sofort losrennt dann. Aber ich verstehe halt nicht, warum ich manchmal ihn eingreifen kann, manchmal nicht. Was für eine Range ich brauche, würde ich halt gerne mal verstehen. Und wir... fick dich. Ja. Oh, ja, komm, ey. Geh doch nach Hause, ey. Den hole ich mir noch schnell raus. Dann habe ich das geschafft. Oh, kann ich nicht wahr sein. Ja, stirb, ey. Ganz im Ernst. Steh auf, damit ich dir einen Headshot geben kann. Wie können hier neue kommen? Hier ist eine Tür oder so. Da können nicht 25.000 Leute rauskommen, ey. Ach, fuck it, ey. Bring mich doch um, ey. Ist mir doch egal. Es ist mir egal. Bring mich um. Ich hab's verstanden, dass Sneaky von hinten töten funktioniert im Spiel nicht. Nicht richtig. Ist einfach dumm oder verbuggt oder scheiße. Ich weiß es nicht. Ich werde mich jetzt nur noch durchschleichen. Oder es versuchen jedenfalls. Von hinten Sneaky killen funktioniert nicht mehr. Mann. Das ist doof. Ich will aber von hinten Sneaky killen. Aber es funktioniert einfach nicht. Das ist doch doof. Genau, geh weg. So. Ich muss das ja üben, ne? Der wird jetzt wahrscheinlich schlafen wieder. Habe ich recht? Ja. Wenn ich mich jetzt von hinten anschleiche, ne? Aha. Ich darf also nicht in ihn reinlaufen, okay. Hab's ja verstanden. Aber, naja. Gut, dann haben wir jetzt den Suppressor. Ich schätze mal tatsächlich, wir mal ausprobieren. Wenn ich ihn habe, macht Piu. Wenn ich ihn jetzt nicht ausgerüstet habe. Ach, der ist gar nicht. Warte mal. Ah doch, er ist doch trotzdem automatisch drauf. Okay, Glück gehabt. Ich hatte schon Angst, dass er jetzt irgendwie, ne, dass ich den jetzt immer ausgerüstet haben muss dabei. Das ist natürlich gut. Leute, dann verabschieden wir an der Stelle. Wir haben immerhin den Schalldämpfer gefunden. Ist ja schon mal ein Anfang. Dann hoffe ich, dass ich im nächsten Part mal ein bisschen fündiger werde. Mal wieder checke, wo es lang geht. Boah, die Steuerung, ne? Ist merkwürdig. Obwohl, war die in Silent Hill 2 nicht auch so ähnlich? Nein, nee, da muss ich einfach nur schießen, ne? Naja, egal, ich gewöhne mich schon dran. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Mann. Tschüss!